Bei mir. Er ist nicht mehr da. Lass uns etwas abmachen. Du kommst zu meiner nächsten Gruppe und ich versuche, deine Besuchsprivilegien zu verbessern. Das würden Sie für mich tun, Sir? Nicht nur für dich, Henry. Wir haben diese Männer zu lange wie Dreck behandelt. Das hat nun ein Ende. Der vorherige Geschäftsführer war nie ein großer Anhänger von Gefängnisreform. Aber wie ich das sehe, müssen wir diesen Männern Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben. Wir müssen ihnen alles beibringen, was sie nach ihrer Freilassung brauchen. Eine Berufsausbildung, Allgemeinbildung. Wir sollten einen Plan zur Berufsausbildung erstellen. Bringen Sie diesen Männern etwas bei, damit sie sich auf etwas freuen können. So, jetzt geht's also ans Eingemachte. Ich sehe gerade, die haben ein bisschen vergessen, hier die Stromleitung ganz durchzuziehen. Und ich darf die da nicht bauen. Ich glaube auch, wenn ich die unten lang ziehe, bringt das auch nichts. Schade. Fehler im Spiellevel. So, 5 Häftlinge ausbilden in Sicherheit und Hygiene. Und ich sehe gerade, hier oben fehlt Wasser. Da gehören noch 2 dran. Personaleinsatz. Ach, Moment. Wir müssen in die Berichte rein. Tagesplan haben wir im Moment nur Freizeit. Upsala, ich wollte gar nicht anklicken. Lieber Ed Harvey. Eine Auslieferungszone zuweisen. Setzen Sie Häftlingseinlieferung auf Stufe 10. Stellen Sie 100 Nummernschilder her, optional. So, erstmal sind wir auf dem Hof. Dann werden wir nochmal, weil wir so gut sind, den Hof mit Gras bedecken. Damit das nicht ganz so trist aussieht. Sondern ein bisschen mehr nach Liebe. Ich glaube, ich kann eh hier links im Gefängnis nicht großartig viel machen. Das gehört halt, das ist halt einfach da. So, Tagesplanung. Dusche kann ruhig ein bisschen früher anfangen. Freizeit 1, 2, 3, 4 Stunden. Reduzieren wir mal. Moment, wir machen Arbeit. Hier unten 3 Stunden. Dann können die zum Essen. Weil danach ist halt auch Essen fertig. Ah, schöner Rollrasen. Dann gehen die auf den Hof. Dann kriegen die nochmal 3 Stunden Arbeit, Essen. Und danach können die ins Bett gehen. Beziehungsweise um 11 können die nochmal frei sein. Dann haben die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stunden zum Schlafen. Das reicht meistens. Mehr Zeit brauchen die nicht zum Pennen. Aber ich glaube, essenstechnisch könnte es ein bisschen eng werden. In den nächsten Tagen. So. Na, Gehwegplatten ab nach unten. Dann machen wir dann hier unten die Werkstatt hin. Was liegt da? Ach du Kacke. Ich habe ein Polaroid gefunden. Das bedeutet also, zufällig tauchen irgendwo Polaroids auf. Dann ist der Wasserdruck zu gering. Deshalb ist das hier am Blinken. Da muss man jeden Kack hier mal an sich angucken. Naja, da hat man also noch viel zu sammeln und zu suchen.
Genau, was wollten wir eigentlich machen? Wir wollten jetzt eigentlich erstmal die Werkstatt bauen. Da werde ich mal 20x20 Werkstatt machen. Sollte auch von der Größe erstmal reichen. Wahrscheinlich wird die Energie aber nicht ausreichen. Ach, guck mal, wir wurden Drogen gefunden. Beziehungsweise der hat eine Überdosis. Helfen wollte ihm bestimmt auch nicht, ne, weil wir keine Ärzte haben. Na, das ist natürlich doof, dass sie sich so verhalten wie im normalen Gefängnis, wo alles halt insgesamt ganz anders aufgebaut ist. Geht da weg, auch wenn ihr müde seid. Ich baue es in eine Werkstatt so, wie ich sie eigentlich nicht bauen würde. Vier. Moment. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, elf, zwölf. Jetzt das mit der Überdosis war das, ne? Ja. Aber wir wissen ja, dass hier relativ viele Selbstmorde sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich wollte eigentlich 12 reinbauen. Und dann brauchen wir ein paar Tische, da können dann die Nummernschilder drauf liegen. So, und die Stromleitung muss nach da unten. Baut, 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 meine Freunde. Na, ah, stromtechnisch wird das aber hinhauen. Jetzt haben wir die Arbeitszeiten dann gemacht und wir haben gar keine... Wo ist es? Zuschüsse? Programme. So. Da haben wir direkt in beiden Bereichen maximale Anzahl von Häftlingen. Die sind sehr interessiert. Ja, Gruppentherapie für Alkoholiker und Bewährungsanhörungen, geistige Führung. Das sind alles Sachen, die haben wir noch nicht. Aber wir haben sogar ein bisschen Holz hier hinbekommen. Das brauchen, dann brauchen wir doch noch die ein oder andere Tischsäge. Obwohl ich das nicht ganz verstehe, weil... An sich braucht man die Tischsäge nur, wenn man auch wirklich Holz bearbeitet. Wenn ich aber nur Nummernschilder presse, brauche ich kein Holz. Außer ihr habt an einem Nummernschild schon mal ein wenig Holz gesehen. Logistik. Im Moment sind keine qualifiziert. Wir können trotzdem 20 zuweisen, genauso wie in der Küche 5, auch wenn da auch noch keiner rein kann. Jetzt gibt es eigentlich nur noch die Sache, dass wir die Auslieferungszone machen müssen. Dafür nehme ich den Teil hier weg. Ist da auch ein Wagen drauf, oder? Müll, Müll. Mein Gott, wenn man es dann sucht als Auslieferungszone, findet man das nicht. Da, Exporte heißt es auf Deutsch und nicht Auslieferungszone. Hört sich an, als wenn wir irgendwie ein Grenzstaat wären. Ich habe es geschafft, den Sicherheitschef dazu zu überreden, im Falle von morgens Familienbesuch eine Ausnahme zu machen. Ich dachte erst, dass das alles seine Familie. Da kommt seine Frau mit seiner Tochter. Guten Tag, Sir. Carrie Morgan. Ich bin hier, um Henry Morgan zu besuchen. Hinter die Linie! Tut mir leid, ich möchte Henry besuchen. Henry Morgan. Er ist mein Mann, Sir.
Zum letzten Mal hinter die Linie, sofort! Ja, Sir. Entschuldigung, Sir. Okay, kommen Sie nach vorne. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Nur Macht ist sein Diktat. Name! Carry Morgan, Sir. Ich möchte Henry Morgan besuchen. Und das hier ist seine kleine Tochter. Zumindest erzählen Sie ihm das, nicht wahr? Sie können durchgehen. Carry! Henry! Carry! Henry! Tut mir leid, da gab es einen Fehler. Morgan hat sein Besuchsrecht eingebüßt. Was? Tut mir leid, wir haben heute Morgen Schnaps in seiner Zelle gefunden. Da kann ich nichts machen. Ich bin 2 Stunden hierher gefahren. Meine Tochter weint. Das ist nicht fair. Wenn Sie Fairness wollen, fahren Sie nach Disneyland. Fair ist, wenn Sie Goldfische gewinnen und Hotdogs essen können. Das gibt es hier nicht. Bitte, geben Sie ihm das hier. Mach ich. Er wird eine ganze Weile keine Besucher empfangen. Soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein, ich habe nichts auszurichten. Nein! Darth Vader-Elemente! Nein! Halt! Das könnt ihr nicht machen! Lasst mich mit dir sprechen! Ihr verdammten Bastarde! Das ist sehr enttäuschend. Es ist so schwer, Möglichkeiten zu finden, um diesen Männern wirklich zu helfen. Sie müssen etwas beigebracht bekommen, damit sie sich selbst helfen zu können. Damit sie sich selbst helfen können. Ich glaube, es ist eindeutig, dass unser Besuchertrakt überarbeitet werden muss. Die Familien stehen bis vor die Türschlange und wir haben einfach nicht genug Platz, um mit diesem Andrang fertig zu werden. Bauen Sie einen brandneuen Besuchertrakt. Unabhängig von dem, was morgen widerfahren ist, wird das sicher einen positiven Effekt haben. Und außerdem ist er nicht unser einziger Insasse mit Familie. Ich habe etwas recherchiert und habe zu meinem Erstaunen herausgefunden, dass viele dieser Insassen nur die Grundlagen des Rechnens und des Schreibens beherrschen. Das müssen wir ändern. Eröffnen Sie einen neuen Unterrichtstrakt mit Klassenräumen und stellen Sie externe Lehrer ein. Ohne Bildung bleibt diesen Häftlingen nur die kriminelle Laufbahn übrig. Und wir müssen immer genug Platz für neuankommende Häftlinge zur Verfügung stellen. Bauen Sie unsere Kapazitäten weiter aus, damit jeder Häftling eine anständige Zelle erhält. Ja, machen wir auch. Und was noch dazu kommt, wo ist es? Nicht Logistik, Einsatz, wir müssen den Trakt noch auf allgemein umstellen. Dann werde ich den Trakt einfach kopieren. Huhuhu. So, das ist nämlich 23 mal 37. Dann bauen wir daneben direkt den nächsten Trakt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. 14 muss es dann sein, oder? Genau. So, baut den neuen Trakt mal auf. Wir können schon mal bei der Versorgung dann auch die Leitung rüberschicken.
Was brauchen wir jetzt alles? 20 Familienbesuche müssen wir ermöglichen. Vor allem geil, die werden sich auch nie bewegen hier, ne? Die stehen da einfach nur zur Schau. Und das ist doch die Frau. Ne, das ist die Frau, die vorher reingelaufen ist. So, da kommt das Tor hin. Bauen Sie auf allen Höfen Telefone. Ach, hier auf dem Hof gibt es noch keine. Bauen Sie einen Postraum. Weisen Sie Häftlinge den Arbeiten im Postraum zu. Ja, Moment, wir müssen hier drüben Einsatz freischalten. Auf ist das Tor. Und wir müssen den Strom da durchziehen. Ich überlege gerade, haben wir denn Zuschüsse? Ja, die können wir sogar einfach mitnehmen. Ha! Oh, was fehlt mir denn hier? Ach so, die Hausmeister und die Gärtner einstellen. Dann bleiben die hier jetzt abgeschlossen stehen, okay. Ich glaube, der Klonbereich ist nochmal ein Stück größer geworden, ne? Also was man klonen kann im Gegensatz zu den Versionen davor. Geld für die Häftlinge. Und es ist weg. So, damit haben wir relativ einfach unsere Kapazität verdoppelt.